damit das nicht genau so aussieht. Hallo erstmal. Moment. Ich brauche mal ein bisschen. Ist noch keiner da, aber ist gar nicht schlimm. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Ansicht. Höher bauen. Ist besser, ne? Ja, mein Schrank ist hinter mir auf. I know. But we don't care. Ich fange einfach an. Es ist auch nicht schlimm, wenn keiner dazu kommt. Oh, jetzt ist tatsächlich jemand da. Hi. Ansonsten könnt ihr euch das Video immer noch später nochmal angucken, weil das ist ja nicht weg, wenn ich fertig bin. Ich möchte nicht, dass man dieses Bild da hinten sieht. So. Es ist Sonntag, der 4. Juni, kurz nach 3. Eventuell gehe ich zu meiner Mama noch. Vielleicht. Ja, doch mal. Mal gucken, was sie gleich sagt. So, machen wir mal den. Ich habe im Moment diesen Milk Eyeshadow Primer. Ich finde ihn nicht so wirklich gut. Den habe ich noch aus meiner Zeit bei Cosmetic News. Da habe ich den bekommen. Und den mache ich jetzt halt auch leer. Aber wirklich gut finde ich den nicht. Falls ihr Empfehlungen habt für gute Eyeshadow Primer, schreibt mir das mal bitte. Ich habe hier auch noch ein bisschen Rest in dem von Urban Decay. Aber ich habe so das Gefühl, gehen die aus dem Sortiment? Zieht Urban Decay sich vom Markt zurück? Ich weiß nicht. Hast du deine familiären Streitigkeiten? Nö. Meine familiären Streitigkeiten. Nö. Ich habe nicht das Interesse daran, mich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen. Dazu ist mir meine Zeit zu schade. Meine Gesundheit, meine seelische Gesundheit ist mir da auch einfach wichtiger. Habe ich in den letzten Jahren gelernt. Und das machen wir nicht. Ich konzentriere mich auf die Menschen, die mit denen ich Spaß und Freude habe und mit denen ich mich gut verstehe und die mir gut tun und ich denen hoffentlich auch. Und hallo, wow, deine Haare sind wieder lang geworden. Ja, das stimmt. Ich muss eigentlich tatsächlich auch mal langsam wieder zum Friseur, weil ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich weiß übrigens, dass meine Schranktür da hinten auf ist, aber ja. Das dreht sich dann hier hinten immer nach außen. Und deswegen muss ich zum Friseur. Aber meine Arbeitszeiten sind in letzter Zeit ein bisschen verrückt gewesen. Deswegen war es schwierig, einen Friseurtermin zu vereinbaren. Ich kann ja mal. Ich mache den Haarreifen ja immer rein, wenn ich mich schminke. Um einfach mal die Gesamtlänge zu sehen. Also die sind schon echt lang. Tatsächlich aber auch den Friseur gewechselt und bin super zufrieden. Bin wirklich super zufrieden. Für alle, die mir übrigens nur hier auf YouTube folgen oder Leute, die kein Insta haben, ich habe wieder ein neues Tattoo und hier hinten auch. Das ist aber noch nicht fertig. Also die Folie geht auch ab und das sollen die Infinity Stones werden von Marvel. Wie gesagt, es ist noch nicht fertig. Das sind jetzt 3 von 6 und dann muss noch ein bisschen Feinarbeit gemacht werden. Und heute ist Sonntag, Mittwoch war ich da zum Stechen. Das dauert noch ein Momentchen. Am 15. habe ich noch mal einen Termin für die restlichen 3. Infinity Stones. Und dann werden wir mal schauen, wie es dann weitergeht. So, ich mische gerade meine Foundation hier an.
Ich habe mir auf Empfehle von Tati, kennt ihr Tati Westbrook hier auf YouTube? Die hatte letztens, glaube ich, in ihrer Insta-Story von Wet n Wild dieses neue Tinted Hydrator gezeigt. Sie war total begeistert und ich muss sagen, das riecht ganz komisch. Ich mag diesen Geruch überhaupt nicht. Und für mich ist es auch kein Tinted Hydrator, sondern das ist schon, eigentlich ist es eine Foundation. Für mich. Und eigentlich auch Tacken zu hell, wenn ich meinen Selbstbräuner kurz vorher benutzt habe, was ich immer noch tue, immer noch den gleichen auch. Dem bin ich immer noch treu. Ansonsten, what's new? Also seit März letzten Jahres arbeite ich ja in einem Hotel an der Rezeption. Mache ich auch immer noch. Ich bin auch total happy da, muss ich sagen. Am Anfang war es ein bisschen, also der Beginn war ein bisschen schwierig, aber mittlerweile bin ich da wirklich happy. Die sind da alle so lieb und es ist. Also, wenn ich das so vorher gehabt hätte in meinem anderen Job, wo ich 17 Jahre gearbeitet habe, dann, das sind Welten, wie auch dort die Arbeitgeber in diesem Hotel mit ihren Angestellten umgehen. Das ist viel respektvoller, sag ich mal. Respektvoller, ja, ich glaube, das ist ein gutes Wort. Wie schön man meint. Mein Ausblick da hinten in der Spiegelung sieht, ne? Bäume. So, heute ist ja Sonntag und wir sind mittlerweile hier 11 Leute. Was macht ihr denn heute alle so, außer mir jetzt gerade zuzugucken? Habt ihr heute Pläne? Genießt ihr das Wetter? Wo lebt ihr? Wie ist das Wetter bei euch da, wo ihr lebt? Erzählt doch mal ein bisschen was. Ich bin ja übrigens noch ein kleines Update zu meiner OP-Situation. Ich bin ja in einer Klinik gewesen. Ach, jetzt weiß ich wieder nicht, wie der Ding da heißt. Hornheide, genau. Hornheide, da ist die Klinik. Weil ich ja Probleme habe mit meinen Implantaten. Meine Kapselfibrose hatte ich ja schon erwähnt. Dann musste ich den Termin einmal verschieben, weil. Ach, das war genau, weil Ralf hatte da Corona und ich war einen Tag vorher noch mit ihm unterwegs. Und dann habe ich lieber diesen Termin verschoben, anstatt irgendwelche Leute. Also ich wusste nicht, ob ich es habe, aber ich wollte es nicht riskieren, dass ich da in eine Klinik fahre, gegebenenfalls irgendjemanden anstecke. Oder halt die liebe Maike, die mit mir dahin gefahren ist, eventuell während der Autofahrt anstecke, weil man dann ja wirklich auch nah nebeneinander sitzt. Das wollte ich einfach nicht riskieren, deswegen hatte ich den Termin verschoben. Dann sind wir aber dann doch irgendwann da gewesen. Der Arzt hat sich das angeguckt und gesagt, warte mal, ich war mit meiner Schwester bei meiner. Okay. Ja, der Arzt hat sich das angeschaut und hat gesagt, du hast auch dabei Kölner Domplatte, hast du noch Kontakt? Nee, eigentlich nicht so wirklich. Das ist alles so ein bisschen auseinandergedriftet, muss ich sagen. Aber so ist das Leben, glaube ich, auch einfach. Die Leute entwickeln sich in eine andere Richtung. Damals waren wir alle noch sehr jung. Viele haben Familien gegründet, Kinder bekommen und dann, ja, gehen halt die Interessen auch ein bisschen auseinander. Viele haben dann ja auch aufgehört, Videos zu machen. Was mache ich denn heute? Genau, das dazu. Und zurück nach Hornheide. Ich hatte ja schon mal mit einem anderen Arzt gesprochen, der sagte, er würde mir Eigengewebe empfehlen,
weil es einfach langfristig gesehen die, ich sag mal, gesündere Variante ist, anstatt da neue Silikonimplantate reinzumachen. Und er sagte auch, dass das bei mir halt so ist. Die OP damals, ich hatte ja damals die Mastektomie mit Sofortaufbau, mit Silikonimplantaten, war ja Ende Juni 2018. Und er sagte, für diesen langen Zeitraum ist es, also da hat er schon wesentlich Schlimmeres gesehen. Aufgrund dieser Situation, wie es halt momentan aussieht, würde er sogar sagen, dass wir es eigentlich nochmal mit Silikonimplantaten probieren sollten. Moment, ich muss euch mal kurz an die Seite schieben. Denn außerdem ist halt bei mir das mit dem Eigengewebe gar nicht so einfach. Er sagte, bei mir wäre die Haut doch recht straff, sowohl am Bauch als auch an den Oberschenkeln, wo man das Eigengewebe ja im Normalfall entnehmen würde. Und das könnte halt dann also das Zusammennähen anschließend ist dann halt ein Problem, sagte er. Das könnte dann zu Wundheilungsstörungen führen. Es wäre eigentlich optimaler, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 10 Kilo zunehme und dann wieder 10 Kilo abnehme. Und dann das alles mit so ein bisschen mehr, ich sag mal, ja, schlaffer ist. Dass man halt so ein bisschen überschüssige Haut auch hat. Das ist halt bei mir nicht gegeben. Deswegen wäre das jetzt nicht so einfach. Also werden wir wahrscheinlich erstmal einen ganz regulären Implantatsaustausch machen. Aber ich wollte damit ganz gerne warten bis nach dem Sommer. Das ist übrigens der Rare Beauty Stick. Bis nach dem Sommer, weil ich einfach nicht während der heißen Zeit, ja, man trägt ja dann auch wieder diesen, ich vergesse immer, wie das heißt, Kompressions-BH. Und hat frische Wunden und wenn man dann schwitzt, dann ist das mit der Heilung natürlich auch ein bisschen schwieriger und das möchte ich halt ungern. Deswegen, gut, die paar Monate kann ich es jetzt halt auch noch aushalten und dann machen wir das irgendwann in Richtung Herbst, wenn es kühler ist. Und dann läuft das hoffentlich alles. Und dann, wenn es dann wieder die gleiche Zeit hält wie jetzt, dann wäre ich ja schon happy. Und wenn wir dann in 6, 7, 8, 9 oder 10 Jahren dann das mit dem Eigengewebe doch machen, oder vielleicht gibt es bis dahin ja auch wieder neue Techniken, dann ist vielleicht auch mehr. Wie sage ich das? Dann sind vielleicht die Gegebenheiten, ja, vielleicht bietet mein Körper dann mehr. Ich weiß gerade nicht, wie ich das formulieren soll. Aber jetzt habe ich mir Pinsel ins Auge gepinselt. Mehr Gewebe und mehr Haut und ja, dass es dann mehr Sinn macht, das zu machen. Das ist auf jeden Fall der Stand. Ein bisschen hier fürs Doppelkinn, ne? Das habe ich natürlich die ganze letzte Zeit immer versucht zuzunehmen, weil mir die anderen Ärzte alle gesagt haben, hier Eingewebe und so, da brauchen müssen Sie aber noch ein bisschen zunehmen. Jetzt immer versucht zuzunehmen und jetzt hat der Arzt gesagt, boah. So ist das. Das ist menschlich, sagen wir mal so. Mir ist gerade unfassbar warm. Unfassbar warm ist mir. So, ach so, meine Augenbrauen habe ich noch gar nicht. So ein bisschen die Befürchtung, dass der Browblade von Urban Decay auch aus dem Sortiment geht oder gegangen ist. Deswegen habe ich mir jetzt mal den von NYX nochmal gekauft. Ich hatte den schon mal, eigentlich mag ich den aber nicht so gerne. Ich finde, der gibt nicht besonders gut Farbe ab. Ich muss euch nochmal kurz verschieben. Fand ich den Browblade eigentlich besser, aber naja. Aufgrund von Mangel an Alternativen
Nehme ich jetzt halt den. So. Dann zum Thema Erwerbsminderungsrente. Da habe ich einen Antrag auf Verlängerung gestellt, weil ich immer noch, also Thema Fatigue ist bei mir gegeben, dann habe ich Probleme mit meinen Füßen. Ich bin, also ich merke das immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin unheimlich schnell müde, erschöpft. Ich könnte manchmal wirklich schlafen, schlafen, schlafen. Und habe auch immer noch teilweise Probleme mit der Konzentration. Ich bin so happy, dass das im Hotel alles funktioniert. Und wir mit den Stunden da so gut klarkommen. Und ich habe halt immer die Spätschicht, was für mich wirklich optimal ist, weil ich ja so eine Nachteule bin und teilweise unfassbar lange wach bin. Und wenn ich dann nicht gegen meinen Biorhythmus arbeite, hilft das auch mit meiner Migräne, habe ich festgestellt. Also es ist wesentlich weniger geworden. Moment, kennt ihr die? Die ist das. Ja, das ist. Ich kann mich im Moment da wirklich nicht beklagen. Was machen wir jetzt? Ach, scheiße, ich muss euch nochmal schieben. Beim nächsten Mal probiere ich das mal hier mit einem besseren Setup. Setup. Ich habe gerade wirklich ganz spontan gedacht, du könntest auch mal wieder ein Lebenszeichen von dir geben, ne? Wäre vielleicht jetzt nicht so verkehrt. Ich nehme jetzt einen Bronzer und zweckentfremde. Werde den ein bisschen entfremden. Würde sonst ganz gerne, ich weiß gerade nicht, wie die Farbe heißt, von Make-up Geek benutzt, aber gibt es ja leider nicht mehr. Und dann nehme ich mir ganz gerne einen Bronzer und mache das damit. Das funktioniert ganz hervorragend. Ist natürlich nicht so krass pigmentiert wie ein Lidschatten, aber es ist auch nicht so schlimm, ne? Jetzt habe ich schon ganz schön viel erzählt in 18 Minuten, ne? Was alles so Neues ist bei mir. Also ich habe mich ja auch lange nicht gemeldet, ne? Da fehlt mir einfach die Motivation. Das ist echt so ein bisschen flöten gegangen bei mir. Wir denn heute? Ich habe hier noch Stony. Ich gucke immer so ein bisschen, ob das für die Klamotten auch passt. Ne? Das war mal eine LE. Oh Gott. Die mag ich total gerne. Geht, ne? Irgendwann, warte mal, jetzt ist mir gerade was eingefallen, was ich noch fragen wollte. Hier. Apps, die nachts aufzeichnen, ob man im Schlaf redet, schnarcht, whatever. Kennt ihr da gute für Android? Bitte schreiben, entweder solange das live läuft, Chat oder halt in die Kommentare anschließend. Wäre ich super dankbar für. Ich hatte eine, aber irgendwann stand da auf einmal, ich müsste die. Also da kam nur noch Werbung, wirklich nur noch Werbung und dann halt immer, dass man die Vollversion irgendwie kaufen sollte und da bin ich halt dann doch irgendwie nicht bereit zu. Jetzt habe ich eine, die heißt Snorlabs. Ich habe tatsächlich angefangen zu schnarchen. Ja, so ist das manchmal im Leben, ne? Ich habe auch mal im Schlaf geredet. Das hatte ich mit der anderen aufgenommen. Ich glaube, da habe ich nachts gesagt, I'm hungry.
Aber in so einer creepy. Boah, das war unheimlich. Also die Stimme, ich meine, wer weiß, vielleicht war ich das auch gar nicht und es war ein Geist oder. Eine meiner Katzen hat geredet, während ich geschlafen habe. Ich weiß es nicht. Ich hatte das dann Ralf auch vorgespielt und es ist. Oh, Gänsehaut, echt Gänsehaut. Wieso? Also die Stimme hörte sich so ein bisschen an wie E.T. So ganz komisch. Alien. Jetzt sind die Katzen ja auch eigentlich Aliens. Knows? Who knows? So. 25 Leute gucken mir zu. Schreibt mir doch mal, worüber, was ihr noch wissen wollt. Worüber sollen wir quatschen? Das ist ein Schmink- und Quatsch-Video. Was möchtet ihr noch? Ich könnte erzählen. Was über meine Katzen. Könnt ihr euch erzählen, dass ich bald nach Borkum fahre? Yay! Ich war so ewig lange nicht mehr irgendwie im Urlaub und seitdem ich in diesem Hotel arbeite, hatte ich auch noch gar keinen Urlaub. Es ist ja so unfassbar viel. Also es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Ich bin mir nicht sicher, was ihr so wisst, was ich erzählt hatte, wer mir so folgt, auf welchem Stand ihr hier gerade seid. Aber ich merke langsam, dass ich wirklich mal einen Urlaub brauche. Diese ganze Zeit mit der, wo mein Vater halt so krank war und quasi ich alles alleine managen musste, weil die anderen Mitglieder, nein, wie sagen wir es denn, die anderen Kinder meiner Eltern, waren halt nicht präsent, sagen wir es mal so. Die waren halt nicht präsent. Und ja. Wenn man dann schon gesundheitlich angeschlagen ist. Und ich bin so froh, dass ich wirklich, wirklich, wirklich Leute an meiner Seite hatte, wie Sarah, wie Ralf, wie Maike. Dann wäre ich wirklich zusammengebrochen, wenn die nicht da gewesen wären. Denn wenn das eigene Kind sagt, ich möchte nicht belästigt werden, mit wenn Papa im Pflegeheim zusammenbricht, dann sagt das einiges über diesen Menschen aus. Und ja. Sorry, dass die aus Versehen deine Nummer irgendwo in den Unterlagen hatten. Kann ich nichts für. Ich habe denen gesagt, ruf mich an, wenn was ist. Okay. Gibt's wieder hier. Wir werden salty. Wo sind meine Tabletten? Also ich sag mal so, ich war so, ich komme nicht mal mehr dazu, meine eigenen Arzttermine wahrzunehmen. Ich habe ja seit der Geschichte Osteoporose, muss eigentlich regelmäßig dahin. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe mir selber jetzt so Dinger geholt bei DM, Nahrungsergänzung. Mit extra für Wechseljahre und so. Vitamine, Kalzium, Salbei, Soja, Isoflavone. Hier nehme ich jetzt halt.
Und nehme mir immer vor, dass ich da anrufe und einen Termin mache. Wir kriegen das hin. Es geht, es beruhigt sich alles. Das Haus ist verkauft. Meine Ma ist umgezogen. Ich muss jetzt nicht mehr eine Stunde Bus fahren, um da hinzukommen. Ich bin da in 10 Minuten, ob ich zu Fuß gehe oder mit dem Fahrrad fahre. Ich kann da schnell hin. Viel besser. Viel, viel besser. Ihr seid so still, ihr macht mir ein bisschen Angst. Warum kommt da so wenig raus? Apropos, diese Dinger, ne? Also ich benutze das Teil ja schon wirklich seit Jahren und ich habe auch überhaupt kein Problem mit diesem Applikator, noch nie gehabt. Ich kann mich aber daran erinnern, dass es da Leute gab, die darüber gemotzt haben, der würde ja so viel Produkt schlucken und das wäre ja auch so unhygienisch. Könnt ihr euch daran erinnern, als die rausgekommen sind? Könnt ihr euch daran erinnern? Oh, das ist so unhygienisch. Ich meine, da gehst du auch und dann gehst du auch wieder rein in das Produkt. Wo ist der Unterschied? Habe ich damals immer schon gesagt. Jetzt ist es aber ja so, Charlotte Tilbury habe ich nicht. Da gibt es ja auch diese Tubenteile. Ich zeige euch also Tuben und dann ist oben auch so ein Schwamm drauf. Als Blush, als Bronzer, als Highlighter, ich weiß nicht genau. Die Sachen sind teuer, dass ich mir die nicht mal angucke. Die haben auch so ein Ding oben drauf. Warum hat sich da keiner beschwert mit? Ah, oh, die schlucken so viel Produkt. Ah, oh, das ist so unhygienisch. Da hat das keiner gesagt. Oh, Charlotte Tilbury. Fancy. Kaufen wir. You know? Ich sag's nur. Ich sag's nur. Eigentlich habe ich voll gute Laune heute. Aber ihr sagt ja auch nichts. Da muss ich die ganze Zeit hier mich allein unterhalten. Auch fast alle. Sollte eigentlich hydrating sein. Ist aber nicht so. Vielleicht bin ich auch einfach. Ich brauche einen guten Concealer. Nee, eigentlich brauche ich eine neue. Ich brauche eine neue Augencreme. Für. Warum zeige ich da drauf? Es ist logisch, dass die unter die Augen gehört. Augencreme für abends, schön reichhaltig. Ich habe jetzt eine von Ole Henriksen, aber. No. Nö. Die werde ich nicht nachkaufen. Die war jetzt nicht schlecht, aber ich muss sie nicht nachkaufen. Ich möchte was anderes. Ich mag diese Konsistenz nicht von der Ole Henriksen Augencreme. Das ist so eine komische Konsistenz. Ich habe übrigens auch zwei von den Rare Beauty Blushes, die so gehypt sind. Team Selena! Die sehen fast gleich aus, ne? Das eine ist Believe und das andere ist Encourage. Habe ich das richtig ausgesprochen? Believe und. Der eine ist aber ein bisschen mehr dunkler und wärmer und der andere ist Tacken heller und ein bisschen kühler, würde ich jetzt sagen. Die sind schon ganz schön krass. Also ich habe mich da noch nicht so ganz reingefuchst in die Anwendung, muss ich gestehen. Wir arbeiten da dran. Habe ich mir extra letztens von Catrice aus dieser LE mal so diesen Pinsel hier mitgenommen. Man sieht, ne? Weil der ist schön fest gebunden. Und damit kann man das besser. So, ich streiche das immer da auf jeden Fall ab. Dass da bloß nicht zu viel drauf ist, weil boom, in your face. Das ist fast schon, das ist fast schon wie Eyeliner ziehen. Warum rutscht das immer nach rechts?
Mit Publikum ist es noch schwieriger, finde ich. Auch wenn es nicht so viele Leute sind. Seht ihr? Also man braucht echt super wenig davon mit dem Teil. Also ich fand übrigens den April-Scherz von Rare Beauty auch richtig geil. Das war mal gut. Ich meine, es war offensichtlich, dass es ein April-Scherz war, aber trotzdem cool gemacht. Chapeau. 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 Habt ihr denn jetzt Fragen? Möchtet ihr über irgendwas reden? Schreibt mal hier. Oder ist der Chat kaputt? Ist okay, ne? Das vibriert. Moment. Wieso vibriert das denn? Das kann eigentlich gar nicht vibrieren. Ich schreibe Kommentare im Live. Siehst du die? Nö, ich sehe gar nichts. Warum sehe ich die denn nicht? Jetzt sehe ich welche. Ach was, wo waren die denn alle? Die habe ich alle gar nicht gesehen. Ah, viele haben mir aufgehört. Ah, ich habe mich selbst seinerzeit auch für. Das wurde mir nicht angezeigt, Leute. Ich denke schon die ganze Zeit, warum schreibt denn hier keiner? What the fuck? Danke, Hasi, dass du mir jetzt bei WhatsApp geschrieben hast. Sonst. Wieder auf der Katzenumarmungstag. Ich habe es noch nicht versucht. Ich habe es noch nicht versucht. Also, Maya war wieder im Bettkasten die ganze Zeit. Und hat sich nicht blicken lassen. Die ist vorhin nur einmal rausgekommen. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Und bei Finn ist es tatsächlich mittlerweile so, der weiß ganz genau, ich muss euch schon wieder verschieben, sobald ich meinen Föhn ausmache. Wirklich, sobald ich meinen Föhn ausmache und dann lege ich den hin und dann gucke ich so in den Flur, dann sitzt da Finn, weil er ganz genau weiß, jetzt holt die Mutti sich ihren Cappuccino und dann kriegt Finn nämlich immer so eine Katzenmilch. Maja mag die Dinger nicht, aber Finn mag, der mag sowieso alles. Kann ich das nicht machen, dass die. Sorry. Dass die Chatnachricht irgendwie die ganze Zeit eingeblendet werden? Ha. Die verschwinden nämlich immer. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt. Es ist jedes Mal so, ich lege den Föhn an die Seite, gucke in den Flur, da sitzt Finn und wartet auf mich. Achso, ich habe hier auch neue Stühle übrigens. Solche mit so Fell von Sestrine-Grene. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Weiß das überhaupt irgendjemand, wie man das ausspricht? Auf jeden Fall, warte mal. Ich muss mal gucken, ob hier Unordnung ist. Hier ist immer Unordnung. Hier solche. Euch. Habe ich jetzt einen hier und einen in meinem Wohnzimmer und ich liebe sie. Und gestern, als ich mich geschminkt habe, ist Finn tatsächlich, also erst ist der hier vorne rumgelaufen zwischen mir und meinem Spiegel und ich konnte nichts mehr sehen. Und dann hat er sich da hinten hingelegt
bis ich dann irgendwann vorne auf der Kante des Stuhls saß. Bevor wir zum Grillen gefahren sind. Wir waren nämlich gestern zum Grillen eingeladen. Hallo Julia, hallo Sören. Aua. Dann habe ich hier gesessen und mich fertig gemacht und dann bin ich mal gucken, dass ich hier nicht irgendwelche Kommentare. Okay, wenn ich so mache, dann kommen die. Okay. Also im Grunde hätte ich schon eigentlich Bock darauf, nochmal so ein, wie so ein Klassentreffen, mich mal mit den ganzen alten YouTubern zu treffen. Was aus denen so geworden ist und so. Bestimmt ganz interessant. Es war schon eine coole Zeit damals. Hat mir auch damals echt bei meiner Trennung geholfen, muss ich sagen. Dieser Kontakt zu den anderen Mädels und so und dass man so Teil einer Gemeinschaft war. Das war schon gut. Moment, ich muss mal gucken, ob wieder irgendwie. Okay, meine Mutter hat. Ich habe eigentlich mein Handy auf Bitte nicht stören geschaltet, aber manche Nachrichten kommen halt trotzdem durch. Machen wir jetzt? Sprühen unser Gesicht ein. Okay, das hat nicht so geil geklappt heute, aber okay. Was ich dann immer noch mache, das muss aber keiner machen. Ich mache das. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Seitdem mache ich das. Und wenn ich das nicht mache, habe ich das Gefühl, was fehlt. Ich nehme einen losen Puder, so ein Pinselchen und gebe das so auf meine Wimpernspitzen. Ich habe das Gefühl, dass das meinen Wimpern noch mal so ein bisschen, also dass die Mascara dann besser haftet, dass meine Wimpern so ein bisschen you know. If you know, you know. Die sind dann halt nicht mehr so ganz so glitschig und ja, die Mascara hat was zum Greifen irgendwie. Bin richtig gut im Erklären, ne? Kippe ich meinen Spiegel. Onki Donki. Hat jemand schon mal Onki Donki gesagt? Eine Chefin hat das gesagt und ich fand das so niedlich, dass ich das geklaut habe. Onki Donki. Ich muss mich mal eben kurz konzentrieren. Richtig vorteilhaft hier. Aber was soll's? Falls ihr noch jung seid, falls mir irgendjemand zugucken sollte, der noch jung ist und straffe Augenlider hat, nicht so wie ich bin über 40, dann müsst ihr da nicht dran ziehen. Das mache ich nur, weil das sonst bei mir nicht funktioniert. Da hängt so ein Upsilon. Wo ist meine Pinzette?
konzentrieren. Hab ihn! Yay! Erfolg. Okay. Ich glaube, das letzte Mal, als ich ihn live gemacht habe, kam hier nichts raus, ne? Seitdem habe ich nie wieder das Problem gehabt. Das war wirklich nur das eine Mal. Der ist allerdings nicht so richtig matt schwarz, muss ich sagen. Und das bevorzuge ich ja. Ich hätte natürlich jetzt auch einfach mal ein Auge so machen können. Also mein Lieblingsconcealer auf einem Auge und den auf dem anderen Auge. Aber jetzt ist es zu spät. Das war nicht gut. Verkackt. Jetzt habe ich ihn verkackt. Was soll's. So, ich habe mir übrigens... bei Rossmann gab es letztens 20% auf Mascaras. Und da gab es ein paar, die ich ausprobieren wollte. Also habe ich mir einmal die mitgenommen. Ich hatte schon mal so eine Lash Princess, aber da war das Bürstchen gebogen und das mag ich nicht. Dann habe ich die gesehen, ich glaube auf TikTok. Ich weiß nicht genau. Und habe gedacht, ich gebe dir nochmal eine Chance. Weil nicht gebogenes Bürstchen für mich besser funktioniert. Und auch wenn das Bürstchen nicht so riesig ist, funktioniert für mich besser, weil meine Wimpern jetzt nicht so mega lang sind. Und wenn ich da mit so einem Riesenbürstchen anfange, macht keinen Sinn. Macht einfach keinen Sinn. Arbeitet mit dem, was ihr habt. Wenn euch jemand mit mega langen Wimpern sagt, ja, aber bei mir funktioniert die, wie heißt die andere von Essence, diese fette. Mag sein, dass die bei Leuten mit langen Wimpern voll gut ist, bei mir wäre das Schwachsinn. Es wäre so viel schöner, wenn ich nebenbei das Radio laufen lassen dürfte. Dann wäre nicht immer zwischendurch diese blöde Stille. Die ich dann wiederum versuche mit sinnlosem Gebrabbel zu überbrücken. Aber das darf man ja leider nicht. Gibt es eigentlich Seiten, bei denen man wirklich gut klamottenlos werden könnte? Ich habe da ein bisschen was, wie zum Beispiel, Moment, die, nein, falsche Richtung, Diana, diesen hellen Mantel da, den da, Mann, Ralf, den da. Den ziehe ich nie an. Habe ich, glaube ich, ein einziges Mal angehabt. Wäre doch schön, wenn man den irgendwo reinsetzen könnte. Aber nicht irgendwo, wo Leute die ganze Zeit handeln oder sinnlose Kommentare oder sinnlose Nachrichten schicken oder what, weiß ich. Heißt Kleiderkreise jetzt eigentlich Vinted? Ist Vinted, also war Vinted früher Kleiderkreise? Oder ist das was völlig anderes? Ich bin da völlig raus. I'm completely out. Out of knowing. Ich werde mein Video nachher gesperrt, weil ich mir die jetzt gerade im Mund gesteckt habe. Was muss ich jetzt machen?
Achso, wenn ich mir das Gesicht eingespült habe, dann mag ich das nicht, wenn es hier und hier dann wieder glänzt. An anderen Stellen ist es super, aber da nicht. Dann muss ich da halt nochmal mit Puder drüber gehen. Dann nehme ich tatsächlich aber den, der auch aus meiner Kosmetik-News-Zeit ist. Also das ist ja schon echt lange her und da ist immer noch mega viel drin. Das ist so ein Riesenpott. Zu mattieren und so. Das ist echt geil. Besser. That's better. Oh, mein Arm juckt. Sarah, mein Arm juckt. Verfeinern wir noch mal ein bisschen die Augenbrauen. Liebe Träume. Oh nein, gute Besserung. Wie hast du dir die denn eingefangen? Kannst du wenigstens irgendwie Fenster aufmachen und ein bisschen Sonne reinlassen? Und ein bisschen Vogelgezwitscher? Mir ist gerade das Küchenfenster auf und ich höre die ganze Zeit Vogelgezwitscher. Das ist so schön. Und ich wette, Finn liegt da wieder auf der Fensterbank und glotzt raus. Die haben mein Leben nur. Übrigens habe ich mir auch überlegt, wenn ich dann diesen Termin für die OP mache, dann frage ich, ob die mir auch gleich meinen Port rausnehmen können. Der ist ja immer noch drin. Steht da jetzt gar nicht. Bei manchen Leuten wird der ja sofort rausgenommen bei der OP, also bei der ersten OP. Und bei mir haben sie den drin gelassen und sich dann immer geweigert, den rauszunehmen, weil es könnte ja wiederkommen. Das macht auch total, das macht richtig Mut. Aber jetzt ist es ja wirklich schon ein paar Jährchen her, ne? What? Da. Jo. Könnte jetzt eigentlich auch raus. Ist jetzt nicht so, als ob der mich fürchterlich nerven würde, aber ich wollte mir dann halt gerne ganz gerne halt auch dir. Kann man die Narben überhaupt sehen? Warte mal. Da ist die Narbe von dem Port hier. Ich habe wirklich Glück gehabt mit der Narbe, muss ich sagen. Gut, man weiß jetzt nicht, wie die wird, wenn sie den rausnehmen. Aber ich hatte da so die Idee. Ich habe da so eine Idee. Wenn ich das zu Ralf sage, kriegt er, glaube ich, immer schon Angst. Dass, wenn der Port halt drauf. Übrigens hier, da habe ich mir auch geholt, als es die 20% auf Mascaras gab. Zurück zu meiner Idee. Dass, wenn der Port halt draußen ist, wollte ich mir da halt so einen Mittelfinger tätowieren lassen, wo vielleicht so eine pinke Schleife drum hängt irgendwie. Ja, wenn Diana eine Idee hat. Ja. Armer Ralf. Der macht schon einiges mit hier. Mir. Was ich an der mag, ist übrigens, dass die. Habe ich immer schon Angst, ja. Das bisschen ist gerade, das mag ich. Die ist nicht so ultra nass, aber die ist auch nicht ultra trocken. Also die ist eigentlich genau richtig. Ich
finde die Verpackung ein bisschen bulkig. Polly malt hier was Cooles. Das wird dann aber auch erst nächstes Jahr wahrscheinlich so stattfinden. Wenn die mir jetzt dann Herbst, Winter, sag ich mal, wenn die sagen, okay, wir nehmen den raus, cool, dann muss das natürlich noch ein bisschen verheilen, bevor da was drüber tätowiert werden kann. Ne? Highlight. We need a highlight. Ist schön. Ich habe mal irgendwann gedacht, ich brauche keine mehr. Highlighter braucht man eigentlich ja nicht. Eigentlich nicht viele. Weil davon benutzt man ja immer nur so ein kleines bisschen. Ja, und dann kam Black Panther ins Kino. Und dann hat Sarah mich mit Rare Beauty angesteckt, so ein bisschen. Ja. Yeah. Und jetzt habe ich schon wieder so viele Highlighter. Also ich war tatsächlich zwischendurch an einem Punkt, wo ich meine Highlighter angeguckt habe und gesagt, ich brauche nie wieder einkaufen. Das reicht jetzt. Nee. Nö. Nee. Ja, ich bin. Also an dem bist du definitiv schuld. Muss ich gar nicht rausreden. So. Ach ja. Über die ich angeblich Lügen hier erzähle. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß, dass ich auf TikTok mal was über sie erzählt habe, aber hier? Ach nee, Insta hat sie gesagt. Auf Insta würde ich Lügen über sie erzählen. Ich weiß, dass ich auf TikTok mal eine Story erzählt habe, die nicht gelogen war. Rare Beauty TikTok Tattoos. Mehr fällt mir spontan nicht ein. Naja, dafür bin ich ja an deiner neu gewonnenen Marvel-Obsession schuld. Ne? Ich sag mal hier, ne? Das ist meine Schuld. Gebe ich auch zu. War aber kein Problem mit. Und wie weit das Ding schon abgegangen ist. Die sollten beim Duschen abgehen eigentlich. Naja. So. Dem Gesicht wäre ich dann eigentlich so weit fertig. Die müssen gewaschen werden, deswegen kommen die gleich direkt ins Bad. Soll ich euch mal zeigen, wie ich euch hier aufgebaut habe? Wie dreht das hier um? Ach da. Das war nicht richtig. So wart ihr gerade aufgebaut. Ja. Jetzt gehen wir mal gucken. Mal eben meine Pinsel hier hinlegen. Dann gucken wir mal. Oh, so süß. So süß bist du, Babylein. Miau, miau. Miau, miau. Also. Wir sind live.
Heute ist übrigens Umarme deine Katze-Tag. Ja? Das ist deine Schwester. Ja. Mal gucken, wo Maya ist. Nicht in ihrer Hängematte. Dann ist sie wahrscheinlich wieder im Bettkasten. Was habe ich denn hier für einen Streifen? Oh, habe ich den Bronze nicht so gut verblendet. So, Maya ist wahrscheinlich im Bettkasten, das brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Ich werde jetzt meine Haare fertig machen. Übrigens, das war so eine Idee, die ich hatte. Haare fertig machen. Ja, der Bettkasten, genau. Das zeige ich euch jetzt aber nicht. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Beide krank sind eine gute Besserung. Und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund und bis dahin.